Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin so lieber Odo und wir sind zurück mit Viktoria 3 und Österreich, Deutschland. In den Episoden ist mir aufgefallen, dass ja unsere War Machine Fabriken offen sind. Und wir können jetzt Panzer bauen. Und ich habe die italienischen Landetruppen jetzt mechanisiert gemacht. Das heißt, ich habe ihnen Panzer gegeben. Und nachdem die auch Flugzeuge produzieren, habe ich ihnen auch Flugzeuge in die Hand gedrückt. Was ganz schrecklich ist, weil unser Ölkonsum so riesig ist. Das ist unfassbar. Naja, egal. Mit etwas Glück kriegen wir die Niederlande in unser Reich und die produzieren Öl für uns oder so. Was weiß wäre natürlich gut, wenn wir. Oh, sie sind schon in einer Customs Union mit uns. Ich will nur noch ein Protektorat mit ihnen, mit ihnen machen. Okay. Bitte sagt mir, dass ihr Oil Rigs produziert. Yes, ihr produziert einen Oil Rig hier. Komm schon. Mehr als eins. Ich weiß, ihr könnt. Macht so viele Oil Rigs, wie ihr könnt. Alle am besten. Alle 30. Ich finanziere sie euch, wenn es sein muss. Ja, wir haben wieder einen Haufen Dings. Niederlande hat hier noch einen zweiten Aufstand, aber der ist uns wurscht. Das ist eine Mini-Provinz in Afrika, die da Aufstand macht. Wenn sie es nicht alleine schaffen, dann haben sie es nicht verdient, es zu behalten. Ja. Ich meine, wie schon gesagt, die East Indies, die Dutch East Indies sind was anderes. Apropos Dutch East Indies, sind die eigentlich in meinem Markt oder kann ich die auch in meinen Markt reinholen? In meinem Markt. Schon einen Test, das erobern. Wieder. Oder verhindern, dass die Holländer diesen Krieg verlieren. Ich meine, ich finde das nicht richtig. Wieso sind die erst auf plus 27? Und wir haben so ziemlich alles von denen erobert, was eroberbar ist. Wappler. So. So, diese 25. Und kriegen vielleicht auch gleich die Tanks und die Aerial Recon. Yay. Wenn wir irgendwas machen, um weniger Öl zu verbrauchen. Ist irgendwie nett. Boah, noch mehr Migranten nach
Noch nicht gut. Und noch mehr Konflikt. Was ist denn das für ein Konflikt? Frankreich. Warum tust du das? Nein. Ach, das ist. Wie willst du da kämpfen überhaupt? Was ist das für ein Konflikt? Ach nein. Das was sie da macht. Ich meine, die hätten vielleicht auch Öl. Haben wir hier eigentlich Öl gefunden irgendwann einmal? Nein, warum nicht? Wir haben hier Discoverable Resources. Könnten wir bitte das Öl finden hier? Ich würde nämlich ganz gerne hier Öl abbauen. Kein Öl. Wozu ich all diese Gebiete eigentlich in mein Land integriert? So, Frage, können wir jetzt eigentlich Tee aus Missouri importieren oder geht das noch immer nicht? Nö, geht noch immer nicht. Interessant. Wie wäre es, wenn ihr mir nur die anzeigen würdet, bei denen es auch wirklich geht? Ah, Andalusien. V
Finnland revoltiert schon wieder. Oh, beim Papst haben wir jetzt ein Dings, das ist cool. Aber ich glaube, der Papst ist uns antagonistisch eingestellt, gell? Ja. So, wen haben wir noch gehabt? Sachsen-Coburg-Gotha. Minus 113, echt jetzt? Warum? Ach. Tschüss. Schauen wir mal, wir werden ja wohl noch eine kriegen. Okay, was hat es hier in eurem Markt zu bieten? Was braucht ihr? Braucht Munition? Tabak. Schau dir was an. Import. Kann man das irgendwie so machen, dass man alles sieht? Das macht mich wahnsinnig. Wieso kann ich von da nichts einführen? Wie kann das sein? Dass wir von diesem Markt nichts herholen können. Das ist ein eigener Markt, oder? Ja. Was brauchen Sie denn? Maschinen brauchen Sie. Na gut, Kohle geht nicht. Aber Maschinen sollten gehen. Ja, okay, was soll's? Kann jetzt auch nichts machen. Oh, unsere Bauaufträge sind fertig. Nochmal. 5 Barracks dazu. Schauen wir mal. Wie schaut's aus? Hardwood. Kann man das eigentlich importieren? Das gibt's ja nicht, dass wir das nicht importieren können. Bitte, dass keiner bietet hart. Na gut, das heißt, wir müssen es selber machen. So, wo können wir da Logging Camps machen? Na gut, da brauchen wir mal eins rein. Kann man nicht sehen. Da brauchen wir alle. Ups, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut soll sein.
als Danobien. Machen wir lieber so. Ostgalizien. Venetien, nein, nein, nein. Brandenburg. Das wollte ich zwar jetzt nicht, aber was soll's. Viele Bauern haben wir nimmer mehr. Westpreußen baut auch aus. Kroatien bauen wir auch voll. Dalmatien bauen wir voll. Pommern bauen wir voll. Mecklenburg voll. So, dann. Schauen wir mal, dass wir alle unsere Logging Camps möglichst effizient führen. Okay, das können wir nicht machen. Aber da könnten wir alles auf Hardwood umstellen. Oh. Hier passt alles auf Hardwood umgestellt, oder? Wer nicht auf Hardwood umgestellt, frage ich mich gerade. Da. Ja, was wir produzieren, das ist ja überall. Baden und ein Steam-Tanki. Das ist das, was wir überall machen, oder? Steam-Tanki ist besser als die anderen, weil es braucht kein Öl. Sondern Kohle und Kohle haben wir noch mehr als genug. Und das erleichtert uns das auch mit dem Öl ein wenig. Aber sollte sich uns um das Hardwood kümmern. Klar, brauchen wir. Da machen wir 5. 5. 5. Passt. Das war krass. Da fehlen uns 7000 Einheiten. Unglaublich. Mal Stahl brauchen wir gerade noch. Also zum Ende. So, dann noch weiter aus.
Na gut, machen wir noch den Krieg fertig mit Indonesien quasi. Und wir haben ein Trade Agreement mit dem Papst, das sollte ihn auch glücklicher machen. Oh, warte mal, hatten wir mit denen schon ein Dings? Können Sie die Customs Union einladen? Confirm, Andalusien. Und Dutch East Indies haben aufgegeben. Perfekt. Alle wieder zu Hause, alle wieder glücklich. Schauen wir mal, 17 Staaten in Turmoil. Das sind jetzt wieder etwas weniger als vorher. Wir hatten schon mal 19 vor kurzem. Wer embargot uns? Bahrain? Also nein. So, schauen wir mal. Wie ist der Support für all diese Sachen? Ein Support für Laws, der ist okay. Protectionism ist okay. Ist jetzt bei weitem nicht so schlimm. Und Protectionism werden wir auf keinen Fall mehr einführen. Wir haben ein Standard of Living von 18,5. Alle Nationen, die mit uns verbandelt sind, denen geht's gut. Alle, die in unserem Markt sind, haben alles in T, könnte man sagen. Ich meine, wir haben dort oben gar kein Interesse in Skandinavien, weil Skandinavien nicht mehr in unserem Markt ist. Deshalb. Als sie in unserem Markt waren, hatten wir Interesse. Deswegen können wir dann nicht mehr eingreifen in diesen Dingern. Das ist mies. Wir müssten eigentlich. Oh, wir haben hier eins frei. Das heißt eins. Viele. Warum nicht? Quasi, wir haben Interesse quasi an der ganzen Welt. So groß sind wir mittlerweile. Okay, finde ich gut. Wir können also quasi weltweit in jedem Konflikt eingreifen. Russland mag uns nicht, Frankreich und Spanien, aber Großbritannien zum Beispiel mag uns. Relations sind jetzt nicht so schlecht weltweit. Attitude Relations, ja. Die meisten Staaten haben nichts gegen uns.
Müssen wir unseren Markt uns anschauen? Der Markt ist noch immer klein im Vergleich zum russischen. Zumindest schaut es so aus. Aber gut, wir haben dafür die Leute und die Industrie. Und wir haben da unten eigentlich auch einen relativ großen Bereich, der in unserem Markt gehört. Und Brasilien und Mexiko sind auch Teil unseres Markts. Also wir sind Supi. Supi sind wir. Okay. Japan. Sind die noch immer Isolationisten? Finde ich gut. Naja, wieso nicht? Oh, aber sie haben eine wirklich starke Bewegung, um das Serfdom loszuwerden. Ohne Radikalismus. 1% Radikalismus. Bist du irre? Japan ist irre. Da haben die Aristokraten noch immer 42%. Urarg. Also ich nehme mal an, viel Industrie haben sie nicht dort. So, nochmal das BIP herzeigen. Weltweit. Ist vielleicht auch noch interessant. Also da sieht man, wo das Geld ist auf der Welt, nämlich bei uns und in Frankreich. Afrika ist das Geld nur dort, wo wir sind. Großbritannien ist so abgelost, das ist unfassbar. Immer nur zweiter, was die GDP per capita betrifft, da ist Modena vor uns. Okay. Na gut, aber Modena ist ein Protektorat von uns. Dramatisch, wenn die vor uns sind, das ist nämlich eh quasi wir. Russland eigentlich auch ein erstaunlich gutes Standard of Living. Noch ganz kurz die Liste. Unser Prestige ist mittlerweile fast fünfmal so, dreimal so hoch wie das von Frankreich. Das GDP ist auch dreimal so groß wie das vom zweiten. Und unsere Population ist nach China und Indien. Na bitte. Na bitte. Doch. Standard of Living ist definitiv nicht am besten, aber ist auch nicht so schlecht. Wenn man bedenkt, wie riesig unser Staat ist. Wer ist vor uns? Vor uns ist nur, von denen, die vor uns sind, sind die Walachei, Modena, Lucca, unsere Protektorate. Montenegro ein Protektorat, Neckar ein Protektorat, Switzerland und Sulu. Etwa die Hälfte, oder? Eins, zwei, drei,
3, 4, 5, 6, 7, keine Quadrate und 3, 4, 5, 6, 7 sind unsere Quadrate. Das heißt, es sind gerade mal 7 Nationen vor uns und keine von denen ist auch nur annähernd so riesig wie wir. Der größte von denen ist die Schweiz mit 2,7 Millionen Einwohnern, während wir 115 haben. Ja, das zeigt uns, wir sind der Meinung, das war alles auseinandergenommen. Na gut, das nächste Mal machen wir weiter. 1916. Vielleicht höre ich aber auch auf, weil eigentlich habe ich alles erreicht. Vielleicht spiele ich das Spiel ohne euch weiter und mache einfach nur das Achievement fertig. Jo. Ich spiele vielleicht jetzt mal ein paar Jahre, bevor ich wieder mit euch rede. Okay, bis dann. Tschüss euch.